Mbappé sorgt für Schrecksekunde. Nach einem Zweikampf mit Adil Rami ging der 19-Jährige zu Boden und musste das Training von WM-Mitfavorit Frankreich nach einer kurzen Behandlungspause abbrechen. Der Stürmer meldete sich kurz darauf über Twitter zu Wort und gab Entwarnung. Mir geht es gut, er hat mich nur getroffen. Danke für eure Nachrichten, es war nicht schlimm, schrieb Mbappé. Der letzte WM-Titel der Franzosen liegt mittlerweile schon 20 Jahre zurück. Auf dem PSG-Spieler ruhen große Hoffnungen, dass es dieses Jahr in Russland wieder soweit sein könnte. Spanischer Verband feuert Trainer Lopetegui. Paukenschlag bei der spanischen Nationalmannschaft. Nachdem gestern bekannt wurde, dass Julen Lopetegui neuer Trainer von Real Madrid wird, hat der Verband seinen Nationaltrainer einen Tag vor WM-Start rausgeworfen. Dass Lopetegui nach der WM die Nachfolge von Zinedine Zidane antreten wird, sei laut Verbandspräsident Rubiales nicht akzeptabel. Wir sehen uns dazu verpflichtet, den Trainer zu entlassen. Es ist eine sehr schwierige Situation für uns. Ich wusste nicht von den Verhandlungen mit Madrid. Man kann sich anders verhalten. Der Nachfolger wird Spanien-Legende Fernando Hierro. Effenberg greift den DFB an. Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg kritisiert den DFB in der Erdogan-Affäre um Mesut Özil und Ilkay Gündogan. Der 49-Jährige sagte bei T-Online, wenn man auf gewisse Werte setzt, so wie das der DFB immer wieder vermittelt, dann kann die Entscheidung nur so ausfallen, dass man die beiden rauswirft. Özil und Gündogan haben Glück gehabt, dass es anders gelaufen ist. Der DFB dreht es sich eben immer so, wie er es gerade braucht, schimpfte der Tiger weiter. Effenberg selbst war 1994 aus der Nationalmannschaft geworfen worden, nachdem er den eigenen Fans den Mittelfinger gezeigt hatte.